Als schwarzes Loch bezeichnet man ein astronomisches Objekt, dessen Gravitation so extrem stark ist, dass aus diesem Raumbereich nicht einmal Lichtsignale nach außen gelangen können. Dies liegt daran, dass das Gravitationsfeld des schwarzen Lochs das Raumzeitgefüge um sich herum so verzerrt, dass sich eine Art Loch bildet, aus dem weder Materie noch Licht entkommen kann. Dementsprechend sind schwarze Löcher die schwärzesten Körper, die wir kennen. Sehr massereiche Sterne explodieren in einer Supernova und stoßen hierbei ihre äußerste Schicht ab. Der Rest des Sterns kollabiert und wird auf winzigstem Raum zusammengepresst. Sobald diese Materie eine bestimmte Dichte überschreitet, entsteht ein schwarzes Loch. Um aus unserer Sonne ein schwarzes Loch zu machen, müsste man ihre 1,4 Millionen Kilometer auf 6 Kilometer zusammenkomprimieren. Allerdings ist unsere Sonne zu klein, um in einer Supernova zu enden. Stattdessen wird sie 6 Milliarden Jahre wie ein normaler Stern weiterbrennen, bis sie den Großteil des Wasserstoffs zu Helium verbrannt hat und zu einem roten Riesen bzw. zu einem weißen Zwerg wird. Schwarze Löcher können aber auch entstehen, wenn zwei Sterne kollidieren, ihnen eine bestimmte Dichte überschritten wird und ihre Masse kollabiert. Durch die allgemeine Relativitätstheorie wissen wir, dass massereiche Objekte durch ihre Gravitationsfelder den Raum um sich krümmen. Als Folge daraus werden Lichtstrahlen um derartige Objekte gekrümmt. Schwarze Löcher können dadurch Lichtstrahlen komplett in ihre Kreisbahn zwingen und verschlingen. In den schwarzen Löchern selbst befindet sich die sogenannte Singularität, ein Punkt unendlicher Dichte und Gravitation. Den Bereich, ab dem keinerlei Licht mehr entkommt, wird als Ereignishorizont bezeichnet. Schwarze Löcher werden ihrer Größe nach in fünf Kategorien verteilt, welche von Schwarz-Mikrolöcher bis hin zur supermassereiche schwarze Löcher gehen. Letztere können die Millionen- bis Milliardenfache Sonnenmasse haben und befinden sich vermutlich in den Zentren der meisten Galaxien. Das bisher größte besitzt 18 Milliarden Sonnenmassen und wurde 2008 entdeckt und heißt Quasar OJ287. Falls ihr euch für die Verbrennung von Wasserstoff zu Helium interessieren solltet, schaut doch mal bei meinem letzten Video vorbei. Falls ihr euch für schwarze Löcher interessieren solltet, schaut doch mal bei Klick zum Science und Fiction vorbei. Und danke an ITech Reviews fürs Mitmachen.